Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alice 17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.3. Ja, heute Morgen in der Folge habe ich den Big M unten beim Rinderhof zum Silageballenpressen losgeschickt. Da wird er ein paar Tage oder Wochen mit beschäftigt sein. ich hatte aber ja auch hier diesen Transporter hier hochgeschickt mit Hackschnitzeln, damit wir hier oben einfach mal die Produktion in der Zellstofffabrik am Laufen halten. Weil da geht das jetzt doch so langsam zu Neige. Die ist ja sehr genügig. Braucht sehr wenig Zellstoff, um das alles zu produzieren. Habe ich denn hier noch Paletten? Ja, Paletten habe ich noch. Muss ich nur. Nee. Hackschnitzelannahme. Ja, da wollte ich doch rein. Mann. Ich und meine Kamera. Ich hier die auch immer mal abkippen, ja. Jetzt. Und dann soll sich das wohl hier mal. Also ne, hier war auch noch was, aber ich kann ja nie genug haben, sozusagen. So, rausfahren. Gucken, was der Anhänger hinten. Der auch leer ist. Ja, dann haben wir auch wieder einen schönen Vorrat. Gar nicht zugelassen. Ist ja ein Ding. Oh. Ja, hier die Produktion steht. Ah ja, klar. Nicht so schön. Aber egal. Kann ich gerade nicht ändern. Hier steht auch noch ein Dolly rum. Wird ja immer doller hier. So, habe ich von hier aus denn einen Überführungskurs zum Hof? Zellstoffbrauerei? Nein. Im Lager ein Überführungskurs? Brauerei? Nee. Aber rein Überführungskurs, auch nicht. Da habe ich von hier oben nichts zum Hof. Ja, da habe ich doch Hafen, Hof. Ja, jetzt vielleicht nicht da reinfahren, das wäre schon toll. Bleibt, würde ich sagen. So, wo habe ich überall Fahrzeuge stehen? Kann man eigentlich diese blöden Symbole von diesen Dingern, kann man die ausblenden? Nee, ne? Ja. Zurück, ich gehe erstmal hier hin. Abfahrer entlassen. Kurs weg. Zack. Motor an. Ja, da ist noch alles gut. Den hier stellen wir mal wieder hier vor. Steht da nicht im Weg. Ich ärgere mich gerade, dass ich den in Rot gekauft habe. Ich finde den hier vorne in Grau eigentlich auch ziemlich stylisch. Eigentlich brauche ich noch mehr Trailer oder Anhänger. Oder Dollys oder was auch immer.
So. Und damit haben wir jetzt mal zum Eierhof. Die Produktion steht da auch wahrscheinlich. Oh nee, oh nee, oh nee. So, wie fahre ich denn am besten zum Eierhof von hier? Ja, nämlich genau andersrum. War doch klar. War doch sowas von klar. Ich habe ja auch noch jede Menge Stoffrollen drin. Die kann ich eigentlich auch mal verkaufen. Können sowieso mal wieder verkaufen demnächst. So. Machen wir hier einfach nur einen Überführungskurs zum Eierhof. Hier unten müsste auch noch ein Fahrzeug von uns stehen, meine ich. Und ich muss auch noch unbedingt Sachen zum Brückenbau bringen. Aber im Moment finde ich es nicht ganz so wichtig. Weil auf der Brücke ist im Moment eigentlich noch nichts, was mich interessiert. Auf der Insel meine ich. Nicht auf der Brücke. Auf der Insel. Da müssen wir noch Stahl und Zement hinbringen. Aber das lassen wir jetzt erstmal zweitrangig sein. Oder drittrangig oder viertrangig. Oder wie auch immer. Ich möchte jetzt erstmal die Eierproduktion in Gang bringen. Und wenn die läuft, dann möchte ich gerne die Rinderzucht in Gang bringen und Schweine kaufen. So. Eierhof. Dann machen wir genau hier. Machen wir Wartepunkt. Holz. Eierhof. So. Wir müssen jetzt nochmal die... Sind hier die Leerpaletten hin oder die Papierpaletten? Man sieht nichts, ne? Leere Palette. Was ist denn dahin? Ist klar. Dann machen wir das doch. Okay, die passen nicht mehr. Ist klar. 30 Stück passen da so rein. Ja. Wenn wir jetzt im Multiplayer haben wir ja so 9 Auflieger benutzt von Fliegel. Der ist ganz cool. Allerdings passen da nur 28 Paletten drauf. Also wir haben Anhänger benutzt, keinen Auflieger. Aber den gibt es als Auflieger, da passen aber auch nur 28 Paletten drauf. Hier passen 32 drauf. Nicht daher ja schon etwas cooler, ne? So. Okay, jetzt bauen wir auch gleich den entsprechenden Kurs zurück. Zeichnen wir gleich auf. Zurück zum Holz. Also wäre ich Musikredakteur beim Fernsehen, würde ich ja jetzt Ich und mein Holz einspielen, aber erstens sind wir hier nicht beim Fernsehen, zweitens bin ich kein Musikredakteur.
Und daher lassen wir das. Zumal ich auch gar nicht die Rechte daran habe, um das hier einzuspielen. So, wenn wir den hier gleich haben, den Kurs, ja, da muss ich erstmal gucken, wo denn meine ganzen anderen Auflieger stehen. Ja, wie viel habe ich jetzt davon? 5? 6? Ich weiß es nicht. Aber ich habe im Moment keine Ahnung. Also einer steht bei den Pellets, das weiß ich. Den werde ich da gleich mal wegholen eben und leer machen, dass der wieder gefüllt werden kann. Ich weiß allerdings auch gar nicht, wie es um die Pelletproduktion steht. Ich bin jetzt gleich mal ganz kackfrech. Ich lasse den hier einfach gleich mal auf der Straße stehen. Weil ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, wie es überhaupt hier um die Produktion steht. Doch, die produziert. Das ist schön. Ein bisschen weit. Habe ich vergessen, dass ich hier aufzeichne. Überführung Eier auf Holz, ja. Gut, ist jetzt nicht tragisch. Wird ja eh nichts automatisiert. Aber was macht er hier denn? Wieso produzieren die nicht? Was haben die denn nicht mehr? Hackschnitzel nicht mehr? Muss ich erstmal gucken, was die hier nicht mehr haben. Leere Paletten haben die nicht mehr. Na ja, gut. Natürlich doof. Habe ich jetzt auch gerade nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Pellets haben wir lang und schmutzig. Die brauche ich erstmal nicht weiter. Na, guck mal, wie viele Pellets ich hier noch stehen habe. Ja. Die wollen ja auch irgendwo hin. Mal. So. Große Paletten. Dann machen wir nicht nochmal eben hier schon mal das Sägewerk leer. Das produziert doch, das produziert sogar im Augenblick noch. Na, da vorne habe ich Licht angelassen. Ich schlampe. Batterie leer gibt es hier ja zum Glück nicht. Und noch eine. Los. Jawohl. So, dann können die hier nämlich in Ruhe weiter basteln. Ab. So, wo habe ich denn meine anderen... Ach, Quatsch. Meine anderen Trailer. Ich weiß gar nicht, als was die sind.
gar nicht zu finden. Doch. Überall. Muss ich mal eben orientieren. Achso, ja klar, Plateau. Ja, der steht hier in der Weberei drin, ist klar. Der hängt da. Der ist beim Baumaschinenhandel, alles klar. Ja, drei Stück sind ja alleine hier unten. Einer ist beim Baumaschinenhandel. Finde ich noch mehr von den Dingern? Der steht bei der Zuckerfabrik. Auch vollkommen richtig, ja. Der steht bei der Brauerei, ja, okay. Ja, gut, dann macht Sinn. Speichern wir mal, wa? So. Wo werde ich denn Stoffrollen am besten los? Gibt es da überhaupt was für? Nicht viel Stoffrolle, Palettenverkauf am Hafen. Mehr gibt es ja nichts für. Das ist ja das Doofe. Warum soll ich das jetzt verkaufen? So. Auf der anderen Seite, warum soll ich mir die ganze Zeit den Trailer blockieren? Mal Holz, Kompost, Holz, nee, will ich nicht. Holz, ja, den lassen wir mal fahren. Weil damit will ich mir jetzt, ja, okay. Und der ist da. Jetzt machen wir hier erstmal, räumen wir erstmal auf. Ach so, in einem Irrglauben aufgesessen. Den wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich jetzt hier aufräumen. Sprich, den eben wegfahren. Und dann soll es das nämlich auch für den heutigen Samstag gewesen sein. Dann nehme ich Schicht im Schacht für heute. Ups. Jo. Aber ist ja auch Bullshit, was ich hier jetzt mache. Will den ja auch wegstellen. Damit es hier ordentlich ist. Ja, der passt da aber noch neben. Aus. Und du. Muss man erstmal den Abfahrer entlassen. Auch den Kurs beenden. Auch lustig. Naja. So.
Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeguckt habt. Ich bedanke mich bei euch. Es würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst oder ein Like oder wenn ihr mich abonniert. Noch mehr freut es mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Am Sonntag gibt es wieder 2 Folgen, wie immer sonntags. Und ja, in diesem Sinne sage ich dann mal ciao.